Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Ich bin wieder zurück. Ja, das Prometheum-Lager war ja relativ klein. Das war dann eben nur abgebaut und geheilt habe ich mich auch wieder nach dem Spinnenangriff da massiver Art. Ja, was ich jetzt machen wollte oder werde, ist, das stand ja in den Kommentaren, ich werde meinen Kleider bauen, einen größeren Kleider, dass ich sozusagen eine mobile Basis habe. Ich werde das Ding dann auch hier wegreißen und alles in den Kleider bauen. Ich habe jetzt, ja, ich habe die Nacht jetzt schon mal ein bisschen produziert. Das Einzige, was jetzt eben noch nicht ging, das war das Schild, der Schildgenerator. Den gibt es auch für einen Kleider, das hätte mich mal interessiert, aber da kann ich halt gewisse Sachen noch nicht bauen. Und dann, ja, dann wollte ich eigentlich die, das sind bloß die normalen Stahlblöcke, da wissen wir ja, die sind jetzt nicht so dolle bei Beschuss, aber mir fehlt halt Sadium für die Panzerplatten. Insofern, boah, da wird es halt normaler. Und zwar, warte, ich werde das mal, das müsste eigentlich wieder klappen mit den. Oh, ist gerade größer geworden, ne? Ja. Mit den übertragen, also so, und dann war das ja so, genau. Und jetzt kann ich ja eigentlich. Okay, warte mal, ich kann das natürlich auch gleich reintun, damit ich dann draußen in Ruhe bauen kann. Wir müssen natürlich erstmal das setzen, dann brauchen wir auf jeden Fall das. Dann nehmen wir das mit rein. Das brauchen wir jetzt erstmal, dann Treibstofftank und Generator. Dann haben wir erstmal die Basics und, Cockpit. Achso, ja, da hatte ich mal zwei Cockpits gebaut. Die sind jetzt, ich weiß gar nicht, das muss ich schon mal schauen, was der Unterschied war. Ich habe die einfach mal gebaut, um das mir näher anzuschauen. Und die anderen Sachen, oder mal, dann nehmen wir mal das hin. Ja, ich muss mal sehen. Wir müssen mal sehen. Oh, da kommt was, da kommt was. Warte mal. Geräte. Geschütze, bin ich bescheuert oder was? Geschütze, Dings, Zugriff. Okay. Oh, schade. Nee, ist schon wahrscheinlich schon wieder weg, oder? Warte mal. Ach, das ist ja blöd. Nee. So, weg. Ja. Nee, die ist. Aber da habe ich schon geguckt, da kommt eine neue. B. Zugriff? Warte, da war sie. Ach, scheiß Baum hier. Okay, krieg den. Das wollte ich doch. Immer die scheiß Bäume hier, die nerven nur. Wir nehmen die ganze Schussbahn. So, und du noch? Ich könnte natürlich rausgehen und das Ding wegnageln, aber. So. Gibt's noch was irgendwo, was stört? Ich wollte nämlich eigentlich sagen, ich wollte den Kleider bauen. Wer stört noch? So, ich wollte eigentlich den Kleider bauen und dann wollte ich noch was zum Surfer sagen. Ja, zum Surfer. Die Frage ist, ich glaube, das dauert manchmal recht lange, bis der Kleider kommt. Und was natürlich blöd ist hier, ich habe hier diese Minimap oben nicht. Das ist natürlich schade. Warum habe ich die Minimap nicht? Weil da hat man ein bisschen die grobe Orientierung. Okay, warte mal. Ich habe jetzt die Drohne nicht abgeschossen. Die lungert noch irgendwo rum. Okay. Ja. Mach jetzt mal. Wie kann ich eigentlich umschalten jetzt hier, wenn ich hier hingehe? Muss ich da hier hingehen und erst das wieder entziehen? Oder kann ich das auch, kann das, wenn ich jetzt irgendwo draußen bin und ich muss jetzt umschalten, weil ich ganz schnell zu meinem Geschütz, zu meinem Gewehr kommen muss, dann, ja, na gut. Geht bestimmt irgendwo, aber ich wollte das ja sozusagen alles parallel machen. Ich wollte hier was bauen. Vielleicht baue ich das auch hier drüben. Ich weiß eben nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, wenn jetzt der Truppentransporter kommt. Ich werde mich mal hier so ein bisschen in die Ecke stellen. Hier, so. Und dann werde ich mal
5 machen. Hier, dann wäre ich... Ach, wenn ich... Das übernimmt da gar nicht. Wenn ich jetzt das so habe, dann... Kann ich das... Also dann bleibt das zwar, aber... Habe ich das... Ach, ich habe das gesetzt. Ach, indem ich umgeschaltet habe, habe ich das gesetzt. Ich habe das doch noch gar nicht gesetzt. Nee, ich habe es noch nie gesetzt. Jetzt mache ich das so. Jetzt mache ich das so. Wieso ist der jetzt so? Wenn ich jetzt hier auch scrolle, dann... So mache. Warte mal, ich mache mal 0. Das ist jetzt 0. Da ist es aber nicht da. Nee, da steht das. Okay. Dann muss ich das jetzt... also ich könnte zwar alles abbrechen, aber... das will ich ja nicht. Der Kleider soll groß werden, da bauen wir den mal hier unten so hin. Ich hoffe dann, wenn dann... Oh ja, hier ist ein bisschen eben und ein bisschen Platz. Hier ist ein bisschen Platz. Bling. Oh! Die schießen die... Warum schießen die denn nie? Oder war das bloß eine Drohne? Also irgendwie bin ich jetzt verwirrt. Jetzt hier ein Fehler? Ja, wahrscheinlich, ja? Also irgendwas klappt ja nicht. Und wenn ich jetzt das umschalte, dann kann ich das dran bauen. So. Okay, vielleicht ist das mit diesen Sätzen, mit der Verbindung gar nicht so toll. Aber irgendwas klappt hier, irgendwas klappt hier noch nie. Na gut, zumindest scheinen ja die Drohnen erstmal mich nicht anzugreifen, warum auch immer, und der Truppentransporter, der lässt noch auf sich warten, warum auch immer, wahrscheinlich muss er erstmal bemannt werden und dann, okay, ich mach mal Folgendes. Das scheint wahrscheinlich mit diesen Verbinder, mit der Drahtlosverbindung irgendwie nicht so zu funktionieren, wenn ich das so mache. Signallogik, nee, das war das Gerät. Das heißt, ich müsste jetzt die Frachtbox nehmen. Zugriff und dann muss ich erstmal trennen. Hm? Ja, so wird das wahrscheinlich nur. Und wie sieht das jetzt da unten aus? Oh. Das ist irgendwie nicht so gut. Warte mal, kann ich das reproduzieren mehrmals? Kann ich das reproduzieren? Ist das ein Bug? Exploit? Haben wir was gerade gefunden? Warte mal, das muss ich mal checken hier. Also eigentlich wollte ich ja vom Server reden, aber... Okay, wir machen an. Ich baue mal nochmal neu ein Starterkleider. So, das dauert natürlich ein bisschen. Können wir gleich mal testen. Ich habe schon mal wieder einen Hook gefunden oder ich bin einfach zu platt. So, Surfer. Also, Infos zum Surfer, während der hier arbeitet. Ich will Folgendes machen. Das ist jetzt, also die Woche wird es noch nicht. Ich weiß nicht, wann das stabil wird. Empyreon, sobald das stabil ist, gibt es den Surfer. Aber, ein paar Infos, was ich machen werde, was ich angedacht habe. Also die Einstellungen des Hauptsystems, des Surfers, werden schwer sein. Also, was da alles schwer ist. Also, ja, Tiere und Drohnen und die Feinde, die sind schwer. Was... also das Bauen, das wird schnell sein und so das Produzieren wird auch schnell sein. Das finde ich einfach besser. Das wird so eine bisschen extra Einstellung sein. Was aber angepasst ist, das sind Startplaneten. Das heißt, ich werde 3 Startplaneten einbauen, leicht, mittel und schwer, sodass derjenige, der halt noch recht neu ist oder sagt, okay, so viel Erfahrung habe ich jetzt hier nicht mit dem Spiel und ich möchte nicht gleich sterben oder ständig sterben, der kann natürlich auf den Leichten anfangen und der sagt, ja, also eigentlich leicht ist für mich Pille-Palle. Das soll richtig zwiebeln hier, wenn ich irgendwo einen Schuss abkriege, dann will ich auch gleich tot sein oder so. Der kann natürlich dann auf den Schweren gehen, da ist natürlich dann alles, wenig Rohstoffe und so weiter und so fort. Also, ihr seid gewarnt. Keiner kann sich da mehr beschweren, dass er es nicht gewusst hat. So ist der Plan. Ja, dann werden die Infos, die werden alle über Discord laufen. Also ich mache dort halt eine Rubrik auf, Empyreon. Und wer jetzt Interesse hat, sagt, ach klar, da würde ich gern mitmachen. So, da würde ich mit gern drauf auf den Server.
Der kann dort bitte eine Info hinterlassen, ganz kurz, ich so wie ich bin dabei oder ja, interessiert mich und so weiter, sodass ich etwa abschätzen kann für den Beginn, wie viele Slots ich kaufen muss für den Server. Dass es dann kein Umgeweine gibt, wer dann nicht drauf kann. Es zeigen die Erfahrungen, dass in Zukunft das dann sowieso abnimmt, das Interesse, und so nach einem Monat oder so verflacht das dann. Deswegen werde ich Folgendes machen. Es gibt so ein paar Events vielleicht. Und wer auch Interesse hat oder Ideen hat, der kann die natürlich gerne mir zukommen lassen. Und nach einer Weile gibt es dann immer einen Neustart des Servers. Also da wird dann alles komplett resettet. Da wird dann, es wird ein neuer generiert. Also das ist dann, hat dann mit den alten nichts mehr zu tun, sodass es immer wieder neu losgeht. So, ich weiß noch nicht den Zeitraum. Monat, zwei Monate, mal sehen, wie es sich so entwickelt. Dann gibt es neue Reset und neue Start. Ja, warte mal, was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte, genau, ich muss mal gucken hier, den nehmen wir zu mir. Wir wollten ja das noch testen, weil es gibt noch folgende Info. Wer jetzt sagt, warte mal, wie hat man das gemacht? Also ich war, achso, das hängt, vielleicht hängt das zusammen mit dem Verbinder, mit den. Das heißt, ich muss das hier erstmal wieder reintun. Und wir verbinden uns damit. Und nehmen das hier hin. So, ja, wir reproduzieren das mal. Vielleicht kriegen wir es ja reproduziert. Ja, dann noch eine Info zu dem Server. Das heißt, wer jetzt sagt, ich habe das dann hier so gehabt. Ja, bin damit rumgelaufen. Dann habe ich die Drohne genommen. Okay, jetzt scheint es anders zu sein. Und da. Ja, hier ist es auch nicht mal drin, ha? Das andere wurde angezeigt. Okay. Gut, machen wir die Drohne weg. Geht's wieder, und wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt hier irgendwo hin, platziere das. Ah, warte mal. Da, aber da ist noch was da, ha? Warte mal, wenn das Ding jetzt da ist und ich sage jetzt, okay, kann ich das abbauen vielleicht? Kann ich das vielleicht abbauen? Kriege ich die Rohstoffe wieder, was eigentlich auch nicht sein durfte? MP, Frachtbox, Zugriff, trennen. Jetzt habe ich hier mein Abbautool. Jetzt bauen wir das mal ab, das obere. Mal sehen, ob das geht. Zerlegen. Nee, das geht nicht. Das ist jetzt das, aber geht nicht. Schade, ich kann. Ich meine, wenn ich das abbaue, ist klar, dann ist das weg. Leute, ich kann auch halten, da geht's schneller. Gut, das steht hier, und hier ist dann wahrscheinlich das Gleiche. Das ist natürlich nervig. Das ist natürlich nervig. Also, das ist jetzt nie so dolle. Aber gut, da kann man nichts machen. Ja, irgendein Bug. Okay, was ich eigentlich noch als letztes sagen wollte, bevor ich dann anfange zu bauen. Das heißt, wir nehmen das erstmal raus, beziehungsweise, ja, ich mach's wieder so. Zugriff, verbinden, und dann haben wir ja gesagt, hier. Nehmen die Blöcke und das. Das legen wir da rein. Treibstofftank. Das Generator? Ah, hier. Okay, dann haben wir erstmal zu bauen. Achso, ja. Hier, Cockpit. Alles klar, letzter Punkt jetzt endlich mal hier, dass wir hier vorwärts kommen. Schon wieder Nacht. Ist, wer jetzt sich beschäftigt hat, zum Beispiel mit Planetenbauen und mit Gebäuden, wo er sagt, hier, das habe ich entwickelt, das habe ich entworfen, das habe ich programmiert, wie auch immer, der kann gerne diese Sachen mir zukommen lassen, zuschicken, und wir können uns dann im Discord darüber unterhalten, dass ich den einbaue, den Planeten mit den Gebäuden oder wie auch immer. Ja, also das ist, da könnt ihr euch trauen, wenn ihr das eben, wenn ihr euch eben traut, das gerne mal mir zu schicken oder im Discord mich da anzusprechen, und dann können wir uns das anschauen, und dann können wir das auf jeden Fall machen.
altes Jahr. Ich denke mal, das soll ja was werden, wo dann alle was davon haben. Also wer dann nicht der Arbeit macht, das kann natürlich auch gerne durch Einbau belohnt werden. Ja, das war's eigentlich. So was den Server betrifft, also Discord, darüber läuft alles. Da gibt es auch die Infos da kurzfristig. Also klar mache ich dann hier noch so vielleicht da ein Video, aber das kommt dann halt alles zeitverzögert und so weiter. Oh, das ist ja groß. So weiter und insofern. Ach, das ist dann wahrscheinlich fürs mittlere Schiff. Ja, gehen die auch. Ja. Könnt ihr machen. Achso, die Einladung, die Links oder den Link für Discord, der steht unter jedem Video. Steht das unten drunter? Oder wenn ihr dann auf den Kanal geht, dann müsste da oben rechts irgendwo müssten da so kleine Icons sein, die ich verlinkt habe und dort geht das auch. So, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen dieser? Warte mal. Zwischen diesem Cockpit? Ach, da ist das weg. Okay, wenn ich so mache, ist es da. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie ich umschalte. Das wisst ihr bestimmt. Ich weiß es jetzt eben bloß nicht. Egal. Andererseits, ja, das ist jetzt, wenn ich vielleicht eins setze, dann. Aber so habe ich irgendwie wenig Zugriff auf die Sache, weil ich würde jetzt gerne mal schauen und jetzt hier drüber halten und schauen, was es da auf sich hat. Oh, das geht nicht. Okay, dann hätten wir das. Warte mal, wir schauen mal, was es hier gibt. Hier gibt es die Arten. Und das war. Ach, das waren dann. Ach so, ja gut, ich halte hier drüber. Ich Depp. Das sind 900 Lebenspunkte. Das sind 900. Gut, das ist klein. Das ist 900 da. Und das hier. Das sind 1800 da. Na, das ist natürlich alles klar. Das sind gepanzerte dann. Das ist ja doppelt so viel. Alles klar. Na, dann nehmen wir natürlich die. Nehmen wir natürlich die. So, und das müsste jetzt etwa die Mitte sein. Zack. Ja, hier sehen wir wieder den Fehler. Können wir jetzt nichts machen. Ist so. Sollen uns aber nicht stören. Ich werde mal Folgendes machen, dass wir hier was sehen. Kann ich jetzt, wenn ich Tab mache, habe ich das hier. Wenn ich das hier hinlege. Ach, da kann ich nicht zugreifen. Ne? Ich weiß jetzt die Tastaturbelegung nicht oder den Befehl, wie ich wechseln kann. Das heißt, ich muss wieder raus. Kann man bestimmt machen, ich weiß, aber ja, ich will nämlich nur jetzt die. Ach, 24 Sekunden, ja, ist okay. Ist okay. So, aber dieser Truppentransporter, der hat sich jetzt noch nie gemeldet, oder? Oder ist das Ding gewesen, was hier über uns weggeflogen war? Weil, wie gesagt, die Drohnen, die flogen hier auch bloß lang. Und haben uns ignoriert. Also, das kann natürlich sein. Ich weiß es nicht. Das ist eine Theorie jetzt. Da ich die Station übernommen habe, also diese Basis hier oder diese Ruine, dass da. Warte mal. Ach, was denn? 25 Sekunden? War noch nie weg. Oh, RP. 25 Zirak. Ach, weil ich nichts mache, hä? Das ist nicht gut. Hab ich gerade unten gelesen. Dass ich die Station übernommen habe, dass sie die ignorieren. Und trotzdem ich die aktiviert habe, die mich nicht angreifen. Aber warum die Geschütze dann nicht auf die schießen, das ist auch so eine Sache. Naja, gut. Habe ich jetzt erstmal nichts dagegen, weil ich, wenn ich in Ruhe gelassen werde. So, jetzt kommen 4, 3, 2. Das sind keine Sekunden, ne? 1. 0. 0. Okay, schalt um, jetzt. Okay, hier wieder. Okay, der Fehler. Und abbauen ändert sich sofort. Ja, ich denke mal, den experimentellen Zweig, das dauert noch ein Mühe, bis der verlassen wird. Würde ich jetzt mal so sagen. So, wir machen da weiter. Also, Cockpit, dann nehmen wir das hier rein. Dann nehmen wir den Treibstofftank. Jetzt wird es schon wieder knapp hier mitten. Schaffen wir das hier? Das ist knapp. Zwei kriegst du bloß. Okay, dann nehmen wir halt zwei. Ich hatte eigentlich vier gedacht, weil wenn das Ding größer wird und so, dann macht das schon Sinn, dass da die Rotation ein bisschen besser ist. So, wie hat man das? Ich mache das immer direkt da hinten hin und dann werde ich es verkleiden mit Platten und Blöcken und Panzerung. So, warte mal, da können wir das nämlich folgender machen. Genau, können wir das schön kompakt wieder machen.
machen wir hochkant. Zack 1, zack 2. Und die Dinger, was ja 4 sind, die setzen wir hier hin. Ja, warte mal, ich werde das jetzt doch nochmal machen mit den verbinden. Das ist mir hier nichts. Das können wir ja machen. Das sind die Triebwerke. Dann haben wir Blöcke, die sind wichtig. Und dann unser Schwebesystem ist eigentlich auch erstmal wichtig. Dann werde ich natürlich den ganzen Kram bauen. Aber das dann. So, Schwebesystem. Ach so. Okay, das habe ich jetzt gar nicht. Sag mal, wie habe ich denn jetzt Zugriff auf das Ding? Muss ich da doch immer hier hin? Das ist wahrscheinlich dann eher so gedacht, dass ich... also ich komme ja gar nicht drum rum, immer hier hinzugehen, oder wie? Ich habe jetzt keinen Fernzugriff. Ja, die wollte ich ja noch haben. Wahrscheinlich muss ich dann doch alle reinnehmen. Sonst wird das nix. Das muss ich ja mal hier herren. So. Na gut. Okay. Also, wir machen das hier noch grob fertig, also so die Basics, und dann ist eigentlich schon erstmal gut. Ihr wisst Bescheid, was den Server angeht. Wer Interesse hat, Discord. Wer was gebaut hat und sagt, coole Sache hier, wollen wir das einbauen, geht das? Sage ich ja, das geht. Am besten über Discord, dann können wir das bereden. So, ich wollte ja Folgendes machen. Ich will ja jetzt nicht... Ja, ist die Frage, was ich mache. Will ich jetzt einen haben, wo alles drin ist und ich aber nur im Cockpit bin? Vielleicht ist das... Oder will ich einen, wo ich hier drinnen laufen kann? Das brauche ich natürlich nie, wenn ich Cockpit habe. Oder? Oh, ach, alles klar. Alles klar, das war jetzt quasi... das hat es verdrängt. Ja, ich werde wahrscheinlich erstmal... Warte mal, das ist weg hier. Das ist weg. Was hier war, das ist wahrscheinlich, weil ich die Nacht überbrückt habe, ist das verschwunden, ne? Das heißt, ich mach mal die Schwebesysteme dran. Das heißt, oder wie macht man das? Ist eigentlich egal. Ich mache die in die Mitte. 1, 2. Und vorne. Die werden sowieso eingebaut. 1, 2. Und jetzt... Ach so, nee, die Triebwerke fehlen mir. Ja, wir lassen es erstmal. Ich schaffe das jetzt sowieso nicht. Ich mache das Ding fertig in Ruhe und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ich hoffe, dass dann hier meine schwebende Basis fertig ist. Genau, das will ich ja noch wegreißen. Oder zumindest wegbauen, das, was ich alles noch an Rohstoffen brauche. Oder man lässt stehen, vielleicht. Ich werde mal sehen, vielleicht plündere ich es nur und lasse den Rest stehen so und dann werden wir sehen. Naja, genau, und dann fahren wir mal eine Runde und fahren uns ein bisschen um. Und holzen alles kurz und klein. Also, liebe Leute, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.